Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Oldschool Monday. Wir spielen eine Runde The Building Game oder wie es hier heißt, Master Builders auf dem Mineplex Server. Ist ein neuer Spielmodul und Fall. Okay, scheiße, wie tut man den Herbst machen? Ich habe das Ganze ausgewählt, weil das sehr praktisch ist für unser heutiges Thema, beziehungsweise wir ein großes Thema haben und im Building Game natürlich Zeit haben und beruhigt sein können, dass wir nicht PvP spielen. Wir nehmen mal einen Eichensetzling. Und setzen ihn hier drauf. Ja, dann knocheln wir, da haben wir einen Baum. Das ist hässlich. Aber ist egal. So, was uns heute interessiert, ist das Thema. Und dieses handelt von einem Projekt, beziehungsweise einer, naja, von der Person tut es eigentlich nicht handeln, die mich angeschrieben hat, über eine PN über YouTube, ob ich denn bei einem Livestream-Projekt dabei sein möchte, beziehungsweise bei einem Livestream-Sender. Da wollten sie mich nämlich haben, beziehungsweise bin ich mit meiner Leitung jetzt nicht, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit zu livestreamen, noch nicht, aber bald wird sich das auch ändern. Bald bekomme ich Glasfaser und dann wird auf jeden Fall viel gestreamt, glaubt ihr. Aber nicht auf meinem privaten Twitch-Kanal, jedenfalls meistens denke ich nicht, sondern auf dem Kanal der Streambar. Die Streambar ist ein Projekt, das noch nicht recht fortgeschritten ist, aber auf jeden Fall etwas Großes werden soll. Nämlich wollen sie einen 24/7 Livestream-Sender bauen, machen, erschaffen, kreieren. Wortschatz ist krass, Bitches. Und ja, so like a Rocket Beans mit Sendeplan und ja, jetzt vielleicht nicht so professionell wie die Rocket Beans, auf keinen Fall, logischerweise. Aber es soll auf jeden Fall ein 24/7 Livestream sein. Und bei diesem 24/7 Livestream soll auch nicht nur live gestreamt werden. Beziehungsweise soll auch, ja, Videos. In dem Fall komme ich ins Spiel. Sie wollten meine Videos haben. Und die tue ich ihnen zur Verfügung stellen. Für den Livestream. So, das Problem ist, es gibt noch nicht viele, die das machen. Das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich ihnen, ja, es sind ja meine Videos, ne? Warum soll ich ihnen die zur Verfügung stellen? Das Ganze gibt mir natürlich eine Promo für mich, beziehungsweise werde ich auch meinen Link immer unten einblenden. Also wenn ich das Ganze zusammenschneide und zu ihrem Server schicke, und da kommen wir nämlich auch schon zu. Nämlich ist das Ganze recht fast professionell aufgezogen. Ist schon recht gut gemacht. Also, sehr gut organisiert, muss ich sagen. Auch mit, ich vergesse immer den Namen von dieser scheiß Plattform. Da ist auf jeden Fall schon eine Art Sendeplan. Wie baut man eigentlich den Herbst? Wie zur Hölle soll ich den Herbst bauen? Wie? Oh, set time weather. Nein! Ja, wie zur Hölle soll man den Herbst bauen? Vielleicht noch ein bisschen, ja, Geherbstel. Hier sind noch Blätter, weil Herbst und so. Ist halt krass. Vielleicht zum Garten bauen. Hey, das gefällt mir fast. Fast. Ja, das geht voll klar, glaube ich. Kann das sein? Oder erzähle ich erstmal weiter. Die haben einen eigenen Root-Server. Und von dem sollen dann Videos natürlich abgespielt werden. Und natürlich wird auch live von ihnen gestreamt. Sie haben bereits ein paar Streamer, aber das Problem ist, sie haben noch nicht genug, ja, YouTuber. Da bin ich nämlich bisher noch der Einzige. Vielleicht kennt man GamesGlobe. Kann ich mal unter Dudes reinpacken. Auf jeden Fall ein sehr guter YouTuber, ist jetzt bei seinen 800 Abos. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger, als er noch unter mir war. Also unter mir. Das klingt jetzt voll abgehoben. Ich weiß ja nicht, in welchem Jahr der Herbst aus Schwemmen stammt. Ich weiß, was er damit wollte, aber da hätte ich vielleicht gelbe Wolle genommen, aber das sieht schon schön aus. Ich hab das Gras vergessen. Verdammt. Das ist. Okay. Naja, gut. I did fall as in weather. Wow, da hat jemand Mühe gegeben. So halt, ne? Ach, hier ist eine Hütte sogar. Ah, das ist ja klasse. Das zeigt gut den Herbst. So halt, ne? Ja, so halt, ne? Was zur Hölle? Jedenfalls könnt ihr euch bewerben. Ich werde die TeamSpeak IP in die Beschreibung packen und dort könnt ihr dann mal auf den TS joinen und euch bewerben. Jedoch solltet ihr achten, es wird viel erwartet, ne? Mir haben sie es begründet mit, ich wirke authentisch, deshalb wollten sie meine Videos senden. Das ist ja voll komplett scheiße, Alter.
Okay, ich wollte... Ich weiß... What's that? Warum? Das sieht scheiße aus. Aber wie man den Herbst bauen? Das ist auch scheiße. Ich hatte ihnen Zorgsplace empfohlen. Einen Freund von mir. Und sie meinten, nö, gefällt uns nicht, ne? War jetzt nicht ihrs. Und ihr könnt euch ja mal Zorgsplace anschauen. Zorgsplace-Videos sind echt nicht schlecht, ne? Wenn ihr euch da bewerbt, solltet ihr mal schauen. Hey, ist das besser als das, was Zorgsplace macht? Das solltet ihr euch mal überlegen. Und dann könnt ihr euch mal bewerben. Wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr euch da bewerbt. Denn wir brauchen Leute. Denn unser erstes Ziel ist es, von 14 bis 24 Uhr zu senden. Und das wird nicht leicht. Ne? Das wird nicht leicht. Und 24 Stunden am Stück dann erst recht nicht. Warum ist das erste? Na gut, ist okay. Ist okay. Nun werdet ihr mich dann bald auch dort sehen können. Bei der Streambar, beziehungsweise meine Videos und später auch meine Livestreams. Ich bitte euch mal da vorbeizuschauen. Ich weiß nicht, ob ich den Twitch-Link in die Beschreibung packe. Da muss ich nochmal fragen, ob ich das schon machen soll, beziehungsweise darf. Heute werden wir auch um 18 Uhr eine Teambesprechung haben. Dort werde ich auch mal die anderen Streamer kennenlernen, beziehungsweise auch Games Globe. Den habe ich ja privat noch gar nicht gesprochen. Das wird auch interessant. Moment. War das Sonntag 18 Uhr oder Montag 18 Uhr? Dann wünsche ich euch noch einen hervorragenden Tag. Ich packe mir den Shader an und freue mich. Und ja, habt eine schöne Zeit. Jetzt mache ich hier auf LeFloid. What's up? What's up? Kampfscharf faked LeFloid. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss.